Hey, meine Lieben, wollte ich noch mal kurz bei YouTube Guten Nacht sagen. Ich habe gerade schon bei Facebook ein kleines Tagebuchvideo gemacht, weil ich noch ein bisschen bei Facebook vergessen habe. Ich wollte noch was politisch ein bisschen sagen. Und zwar, könnt ihr hier mal gucken, mach's mal ein Bild im Bild drin hier an der Seite, do, da ungefähr. Markus Söder, heute überall im Fernsehen, in der Bildzeitung auch. Man guckt oh, überall, oh, seine Umfragewerte sind ja so weit oben und er könnte ja der neue Kanzlerkandidat werden. Und so kotzt immer, wenn ich das sehe, ja. Sag mal, ich finde jetzt nicht wirklich was Schlechtes über Markus Söder, so wenn man bei Wikipedia, ich habe ihn mal ein bisschen gestalkt, mir einfach durchgelesen. Aber meine Meinung ist dazu, wenn ich es mal meine Meinung sagen darf, ist, möchte den nicht als Kanzlerkandidat haben. Warum? Einfach, weil ich meine, der macht wirklich einen ganz guten Job da in Bayern, in seiner CSU. Der ist christlich, der ist mit seiner Frau, das sind halt christliche Werte, die er da vertritt, auch in seinen politischen Ansichten. Und ich denke, da ist, wie er auch selber ja sagt, sein Platz ganz gut in Bayern. Der hört hin, macht er seinen Job da und macht seine Meinung und sagt halt da, was er haben möchte. Zum Beispiel, dass er überall ein Kreuzhaar hinhaben möchte. Aber ich finde einfach, dass ich möchte so jemand nicht als Kanzler, als Repräsentant für ganz Deutschland haben. Weil das ist genau nämlich das, was im Ausland die viele über uns Deutsche denken, dass wir übergewichtige, dicke Bazis aus Bayern sind, die nur Bier saufen den ganzen Tag. Ja, und weiß ich nicht, Doppelkinn über 100 Kilo, 1,94 Meter, so wie Donald Trump. So jemand möchte man noch nicht haben. Gerade auch junge Menschen möchten so jemanden noch nicht als Kanzler haben. Und ich meine das wirklich nicht böse. Ich meine nur, er ist nun mal einfach dick, unsportlich, nicht jugendlich, agil, irgendwie fit, modern, mit dem Internet, irgendwie so, dass er digitalisiert und weiß ich nicht, er ist halt ein Bozi. Ja? Er hat altbackene Ansichten, meiner Meinung nach. Sorry. Ja, ich meine das nicht persönlich, aber will ihn auch nicht beleidigen. Ich werde nur meine Meinung dazu sagen. Ich meine, so wenn ich ihn sehe, das ist halt so, kein junger Mensch denkt so wie ein Markus Söder. Was der da von sich gibt in die Kamera, wenn er sieht, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist auch so. Ich weiß nicht, ich glaube, wie alt er ist, ist er 60? Keine Ahnung. Das ist jedenfalls einfach nicht mehr modern, so eine Ansichten. Wenn ich mir da, ich kann es ja mal erinnern machen, ging dazu. Ich bin ja selber jetzt auch mitgeworden bei den Grünen. Ja, diese Stefanie Baerbock und der Habeck, die treten niemals so vor die Kamera. Ich habe die noch nie so ekelhaft, altbacken und langweilig vor die Kamera treten sehen. Ja, die haben schöne Kleider an, die sind nicht so übergewichtig dick. Ja, die versuchen sich gesund zu ernähren. Die, ja, was ich jetzt blöd fand, heute in den Nachrichten habe ich gesehen, die Grünen, wenn sie an die Macht kommen 2021, wollen als erstes das Tempolimit machen. 130 Gramm. Ich möchte ja die Grünen unterstützen, aber warum denn gerade so ein Schwachsinn, so ein Scheiß? Also da bin ich absolut dagegen. Weil wenn die Deutschen lieben nun mal das Auto. Und wir sind das einzige Land, wo man noch mal ein bisschen rasen kann. Ja, und die sagen, oh, das ist jetzt das Thema Nummer eins da, um eine Tempolimit zu machen. Wo ich mir sage, warum denn? Marina schreibt nur mit Herzchen. Warum denn nun gerade ein Tempolimit als Wahlkampfthema? Wenn ich auf der Autobahn fahre und eine lange Tour habe, weiß ich nicht, von Berlin nach München, dann kann ich doch wenigstens mal 160 oder 170 fahren auf einer Strecke, wo es freigegeben ist. Gerade auch wenigstens in den Randzeiten, wo kein Fahrer. Und deswegen haben wir doch teure, schöne Autos aus BMW und Mercedes, dass man mal ein bisschen schneller fahren kann. Muss ja jetzt nicht gerade 300 sein oder 250. Ja, aber warum denn nur 130? Wir sind doch erwachsene Menschen. Wir machen unseren Führerschein. Wir wollen Freiheit. Wir wollen jetzt selber entscheiden, ob wir ein Risiko eingehen oder nicht. So, gut. Aber wenn es denn so sein soll, ich meine, wenn dafür aber die Grünen die Tiere helfen, dass nicht mehr tickt, dann ist das halt so. Dann muss man halt heimlich, illegal, schneller mal fahren, wenn es die Polizei nicht mitkriegt. Ja, also vielleicht, dass ihr das richtig versteht. Ich hoffe nicht, dass jemand wie Markus Söder nächstes Jahr unser Repräsentant für unser schönes Land wird. Möchte ich einfach nicht. Will. Der macht seine gute, glaube ich, ganz gute Arbeit. Da in Bayern ist er Ministerpräsident und hat er auch nicht großartig irgendwelche verwerflichen Sachen gemacht, sondern macht es fleißig und skandalfrei, glaube ich. Aber
Ich wünsche mir einfach jemanden, der ein bisschen jünger ist und der einfach auch ein bisschen auch mal ehrlich ist und mit Herz vor der Kamera ist. Und nicht jemand, der irgendein, ich nicht, das kommt mir immer so vor, als wenn das überhaupt nicht ehrlich ist, was er da sagt. Wenn das irgendwie aus einem Teleprompter vorgelabert ist. Oder wenn das irgendwas, wenn er das irgendwas sagt, um Wähler zu bekommen. Ja, nicht ehrlich. Oder um vielleicht die Stimmen von den Alten zu bekommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nur so sagen, das ist meine Meinung, da stehe ich auch. Und ich verstehe nicht, warum die Bildzeitung, das ist ja eigentlich, ich mag eigentlich die Bildzeitung, aber warum die den dann so hervorhebt und dem so eine Bühne gibt. Gut. Ich werde grün wählen. Ja, vielleicht diese Frau, diese Baerbock, die kennen sie jetzt nicht so weiter, aber die macht einen ganz, oh, Jüngeren, die ist, glaube ich, erst 38 Jahre alt. Ja, die könnte noch, so wie Merkel, auch eine lange Zeit unser Land als jung gebliebene Frau repräsentieren. Mit den Werten von Tier, Umwelt, Naturschutz, Kinder, Familie, ja, was die Grünen halt nochmal repräsentieren und das machen, ja, auch mit Digitalisierung und so weiter. Das ist, denke ich, eine Politik, die viele Menschen, auch gerade jüngere Menschen in Deutschland, dahinter stehen würden. Ja, und nicht so eine Bazi-Politik aus Bayern. Das weiß ich nicht. Ist, glaube ich, nicht für ganz Deutschland gut. Okay. Ich hoffe, ihr habt meine Message verstanden. Ich wünsche einen schönen Abend an alle Follower und ja, macht's gut, euer Nominator, Ende.